Yo, Leute, und willkommen zu einem neuen Video von Minecraft Sky. Sogar zu einem kleinen Testversuch. Ich nehme nämlich jetzt gerade wieder Minecraft mit. Man muss das kurz gucken. Gut. Ich schraube das ein Stückchen hier leiser. Ich nehme Minecraft gerade mal wieder mit OBS auf. Sehr bekannt, dass ich mit dem Programm hier aufnehme, weil anders wäre das mit der Facecam hier nicht möglich. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Wenn ja, dann habt ihr eventuell jetzt ab sofort mal. So. Bei Minecraft Sky jetzt auch eine Facecam. Aber das werde ich später erst sehen. Sollten hier doch irgendwann mal. Das behalten, versuche ich mal kurz im Blick zu halten. So. Sollte ich doch hier irgendwann mal Ruckler reinbekommen, dann tut es mir jetzt schon leid. So! Eigentlich hatte ich heute geplant, jemanden als Gast mit dabei zu holen, aber diese Person hatte wohl irgendwie keine Zeit. Also die Personen, sagen wir es mal eher. Aber gut, das ist das kleinere Problem. Vielleicht wächst das darüber. Weil ich habe ja immer noch keine verdammte Möglichkeit, das hier richtig... So. Richtig wachsen zu lassen. Ich brauche ja dieses Feld hier hinten für dass ich an Weizen müssen, an Samen kommen. Hab ich vor vergessen. Aber gut. So, wir haben ein bisschen Cobblestone. Jetzt muss ich ernsthaft selber Cobblestone farmen. Dann machen wir eine kleine Cobblestone Area daraus. Ist okay. Kann ich ein bisschen quatschen. So, jedenfalls, ich versuche das jetzt mit der Facecam hier in diesem Projekt. OBS hatte eine Zeit lang es verursacht, dass ich Minecraft nicht damit aufnehmen konnte. Und stand da unten sowas wie zu hohe CPU-Auslastung oder irgend sowas. Vielleicht haben sie es mit irgendeinem Update überarbeitet oder das hat sich irgendwann geregelt, weil ich einen erhöhten Arbeitsspeicher bekam. Oder ich weiß es nicht. Irgendeines davon muss es ja sein. Aber ist okay. Ich habe jetzt auch unten einen Timer am Laufen. Dank OBS sieht man den Timer da unten, ja. Oder ich habe auch einfach mehr Glück, weil wenn jemand guckt, wie viel FPS ich hier sowieso habe, ist das schon echt cool. So. Ihr könnt mir in die Kommentare ja mal schreiben, ob ihr in diesem Projekt hier eine Facecam haben möchtet oder nicht. Das weiß ich jetzt ja nicht. Ich habe ja schon in Dosos Pathos eine Facecam drin gehabt. In zwei Stück. Das war einmal, ich glaube, Part 3 und Part 5. Ich habe übrigens eine Sache wieder vergessen umzustellen. So, weil ich will in diesem Projekt eine kleine Hotbar benutzen. Das habe ich für Part 6 und 7 und ich glaube auch für Part 8 vollendstens vergessen. Nee, das ist jetzt hier Part. Ich weiß nicht, welche Parts wir hier gerade haben. Muss ich später gucken. Ist auch jetzt egal. Wir spielen jetzt erstmal Minecraft. Und farmen wieder viel Cobblestone. Ich sehe die Kommentare jetzt schon fliegen. Oh, sei bitte nicht so viel da dran in Bezug auf Cobblestone farmen. Aber passt schon. Ich habe sowieso ein paar Besonderheiten zu erzählen. Wie ich ja... ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt anfangen zu erklären? Entweder habt ihr es an sich schon... Oh, meine Picke ist down. Vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt, das weiß ich ja nicht. Ich bin ja gerade dabei, meinen Kanal etwas umzustrukturieren, was auch die Sicht der Facecam zu bedeuten hat, weil die Facecam ja jetzt nicht mehr vorne an ist, sondern seitwärts. Und da habe ich es soweit geplant, die jetzt so seitwärts haben, aber ich habe sowieso eine größere Umstrukturierung auf meinem Kanal geplant.
zum Beispiel, wenn ihr das Video habt ihr gestartet und ihr habt vorher das Thumbnail gesehen. Ich habe jetzt ein einheitliches Thumbnail-System. Ich hatte ja vorher für Singleplayer die, ja, das sieht eher jetzt ein bisschen anders aus, wie ich es zeige. Da Ecken für Together unten Ecken, für damalige, wo ich es überlegt hatte, MPG-Maker-Spiele auf deren Seite Ecken. Zwischendurch Sachen wie TTT ins Pop-Hunt hatten durchgehend eine Rundung. Das wird auch so bleiben erstmal, weil die Thumbnails dafür sind so weit vorbereitet, noch mit dem alten Thumbnail-System, dass bei den beiden Dingen das Thumbnail-System auch noch so bleiben wird. Oder halt für Tests anders und alles mögliche. Und das wollte ich jetzt ändern. Ich habe jetzt ein einheitliches Thumbnail-System, aber eine kleine Veränderung schon drin. Und zwar bei dem Thumbnail, was ihr ja gesehen habt, habe ich ja diese Umrandungs-, also habe ich Rundungen drin, aber auch so. Und so ein Farbschlierer drin. Also so als würde das so einen kleinen 3D-Effekt rausholen. Versuchterweise. Und den habe ich für verschiedenerlei Arten, die ich mache, unterschiedlich gefärbt. Vielleicht werdet ihr es erkennen, weil ich habe das jetzt selbst nicht ganz im Kopf, wie ich das jetzt gefärbt hatte. Aber es ist unterschiedlich gefärbt. Und ja. Und ich habe endlich wieder im Thumbnail mein Logo drin. Das konnte ich mit dem alten Thumbnail-System ja nicht wirklich einbinden. Leider. Ich habe es versucht in... Wo habe ich es leicht trans... Die zwei Projekte, wo ich es versucht habe, transparent einzubinden. Diese Projekte sind auf meinem Kanal nie erschienen. Interessant. Okay. Ja, es gibt zwei Projekte, die geplant waren, die abgebrochen sind, weil sie nie weitergeführt wurden. Es war ein Singleplayer-Projekt, was ich abbrechen musste, weil ich Part 4 oder 5 einen Fehler hatte. Und das Together-Projekt, weil das schon über Wochen, ja, mehrere Wochen lang nicht mehr kam. Und uns dann entschieden haben, es nicht weiterzuführen. Alles okay. Nee, aber ich hatte ja eigentlich, wer ja meinen Kanal kennt, schon immer mein Logo drin gehabt. Und das will ich wieder einfügen. Ich will jetzt aber nicht die komplette Strukturierung meines Kanales jetzt erklären. Ich will dazu, wenn ich es irgendwann mal schaffe, ein Video zu machen. Irgendwann. Mal schauen, wann. Genauso wie ich irgendwann mal dran denken sollte, die Playlist zu bearbeiten. Aber gut. So, komm schon. Es tut mir so leid, dass sie gerade nur Cobblestone gefahren sind. Aber ich muss ja, wo haben wir sie? Da hinten. Die Farben muss ich, die Monsterfalle muss ich ja noch fertig bekommen. Ich brauche ja langsam mal Bone Meal. Übrigens, sehe ich gerade mal. Das machen wir jetzt mal kurz. Oh, schön. Habe ich noch die? Ja, ich habe sie noch. Halt. Bevor ich das jetzt mache, muss ich erstmal wissen, wie viel ich brauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und schwuppdi. So, die Kürbisse fangen auch langsam an zu wachsen. Das ist sehr gut. Ah, er ist rübergewachsen. Das ist schön. Dann kann ich den hier wieder entfernen. Und hier rüber setzen, zack. Und zack, zack. So, es wird. Meine Kaktusfarm wird auch langsam. Ich habe übrigens noch 3 Melonen, dass ich irgendwie was zu essen habe.
Sehr gut. So, das war mein Essen auf dieser Insel erstmal. So, das war natürlich die Picke, habe ich mir fast schon gedacht. So, genauso wie ich auch ein bisschen die Videobeschreibung überarbeitet habe, ein bisschen, sag ich. Ihr habt seit neuestem jetzt auch unten links, falls ihr wissen wollt, was für eine Cam ich nutzen will, was für ein Mikro ich benutze, was für eine Maus ich habe. Die füllt sich irgendwann noch. Nur. Ah, doch, die. Das dazu kann ich noch reinschreiben. Die, davon weiß ich den Namen noch. Meine Aufnahmeplatte weiß ich nicht. Die Grafikkarte will keiner haben. Die ist schon 2010. Kopfhörer, ich weiß nicht mehr, von woher die kommen. Die habe ich jetzt schon Jahre. Aber ich. Nein, da ist noch andere irgendwo liegen. Irgendwo. Aber darum geht es jetzt nicht. Genauso ich am Titel eine Sache dazu gefügt habe. Ich habe noch einen Kanalbanner. Das Profilbild überarbeitet. Zwei Videos hier hochgeladen, die ihr nur so seht, wenn ihr auf den Kanal schaut, weil ich da jetzt keine extra Benachrichtigung machen wollte. Eine kleine Erinnerung am Zweitkanal. Und was bei Twitter gemacht. Ah, dazu kommt noch ein Video. Glaubet's mir. Ich würde aber trotzdem mal ganz kurz gerne wissen, welchen Part ich eigentlich gerade bin. Part 9. Das heißt, baldigst kriege ich ein neues Geschenk von Mr. Unbekannt. Meine Todeszahl hält sich auch schön in Grenzen. Wir sind derzeit nur bei... Ja gut, 12 bei Part 9 ist dann doch schon ein bisschen sehr krass. Aber viele der Tode waren ja darauf hinausgelaufen, dass ich nicht richtig gespawnt bin. So, mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwas... Ups, hat er dann... Ja, natürlich. Ist ja Standard schon geworden. Wobei 33, das ist nicht viel Kobbel. Wie sieht's denn mit der Uhrzeit aus? Keiner. Es fängt gut an zu wachsen. Und da frage ich mich, warum hier die Erde, das Ding nicht wächst. Warum habe ich das hier eigentlich zum... Egal! Hinterfrage ich das jetzt einfach mal alles nicht, ist einfacher. Komm schon, bis zu dieser letzte Picke mache ich noch down. Komm schon, die Picke will ich noch down bekommen, dann gehen wir mal wieder ans Bauen. Ich würde ja zu gerne mal Offscreen-Kobbel farmen. Aber wer das... Ach ja, Kobbel, yo. Aber wer das Buch ja von euch hier kennt. Ich darf nichts offscreen machen. Leider. Ich habe echt schon Eingrenzungen, weil wenn ich das alles offscreen. Oh. Wenn ich das alles offscreen machen würde, wäre das ein bisschen angenehmer für euch. Die brauche ich auch noch. Eine Werkbank brauche ich auch. So, dann wäre das alles ein bisschen spannender oder besserer für euch. Hep. Na, überrascht mich jetzt was? Nein. Noch überrascht mich hier nichts. Aber irgendwann.
Mal schauen, wann der erste Tod von einem Mob kommen wird. Ich weiß gar nicht. Ich weiß übrigens gar nicht mehr, wie hoch ich bauen wollte. Ich würde jetzt ja sagen, weiß das einer von euch, aber entweder habe ich bis dazu hin schon die Monsterfarm fertig gebaut oder. Hoppala. Oder keine Ahnung. Ich habe jetzt 5 oben. 6, 7. Machen wir bis 7 hoch. Müsste reichen. Ich glaube, dann ist auch mein Koppel down. Komm schon, viel Kobbel brauche ich da nicht mehr für. Ach, Mann. So, zack, zack, zack. Ja, die Höhe müsste erreichen. Und warum ich hier das Slab drauf mache, könnt ihr euch ja wohl denken. Wobei ich weiß, dass ich mehr Slabs machen muss. Die habe ich ja schon mit eingeplant. Na komm. Schaffe ich es wenigstens einmal rum? Jo. Schön. Nein. So viele Slabs habe ich nur auch wieder nicht, dass ich damit, wer weiß, was anstellen kann. Ich hoffe mal, dass mit den Slabs es dunkel genug ist. Jetzt muss ich oben doch normale Blöcke platzieren und das will ich eigentlich nicht. Weil wer Minecraft kennt, weiß, dass dann da drauf was spawnt. Und da ich die komplette Insel eigentlich so bauen will, dass nichts da... Was war das denn? Nichts da drauf spawnen soll. Wäre das ein bisschen blöd, oder? Ja, wo ist mein... Da. Ich habe gerade ernsthaft mein Fragen... Schon wieder. Boah, irgendwie muss ich nochmal in diesem Resource Pack was überarbeiten. Das Fadenkreuz ist dann doch ein bisschen zu klein. Es wird gerade Nacht. Gut. Warum juckt das denn jetzt? Ich habe vor 2 Stunden erst geduscht. Habe ich das? Ja, das wisst ihr. Jetzt wisst ihr mal, wann ich geduscht habe. Shit. Ich wünsche mir so sehr, dass das hier reicht. Ach mein Gott, was soll das denn? Ich will halt einfach nicht, dass hier irgendwas drauf spawnt.
Ich bin auch gespannt. Ja, ich drehe mich mir mal, ob das da auch funktioniert. Oder ob ich die jetzt größer machen müssen mit Wasser drin oder so. Alter, langsam nervt's! Zack, 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 zack. Vielleicht reichen 36. Ja gut, sie ist ein bisschen breiter oder länger. Irgendwas in dieser Richtung war das. Zack. Zu. Ja, ich hatte ein bisschen Probleme mit der Stelle hier bekommen, aber das werde ich dann sehen. Noch kurz hier hoch, die Säule entfernen mit der Fackel. Und dann kommt dann wird es sich zeigen. Wäre so cool, wenn das klappen würde, sage ich euch. Aber weiß ich nicht. Ich mache nämlich immer irgendwas gerne mal falsch bei solchen Monsterfallen. Denke ich mal, da die Fackeln wieder weg. Und sie wohl eher. Hier vorne am Eingang. Dann die hier schon mal wieder weg. Hier hinten ist es dann wieder zu dunkel. So. Auf das sie funktioniert. Das heißt, es ist eigentlich nur noch abwarten. Vielleicht ist sie auch zu klein. Aber wobei zu klein kann sie ja nicht sein. Ich guck mal, ob ich beim nächsten Mal wieder einen Gast dabei habe. Vielleicht wieder irgendwas zum Bequasseln. Naja, cool. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das hier unten machen soll, weil hier drin, ich muss ja hier drin noch sag doch mal schnell. Ja, los! Eine Zombie-Pigman-Farm machen. Ich bin auf einem Schwierigkeitsgrad, ne? Yo, es spawnt. Und auch Endermans. Ich muss da wohl nur noch was machen, weil da oben die kommen nicht runter. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ich denn da vielleicht falsch gemacht haben könnte. Also, Spawn tut's. Das ist jetzt in dem Punkt so eine Falle. Aber sie kommt.
schlitterst du weg. Aber sie kommen nicht runter. Warum kommt ihr da nicht runter, ihr Mistviecher? Ist doch scheiße, ist das. So, warum macht er? So. Ja, ich habe mit OBS die Einstellung, dass ich jederzeit die Cam ausstellen kann. Ich glaube, aua. Das hat aber schon den DAX. Aua. Im anderen. Au! In einem anderen Video gesagt. Ach komm. Netter Bug. Aber okay. Ich habe diesen Bug jetzt nicht so wirklich verstanden. So, tada! Spielen wir mal so, wa? Nein, natürlich nicht. bin ich verrückt. So, ja, wir können trotzdem mal kurz im Never was gucken. Ich bräuchte aber mal Essen. Eigentlich bräuchte ich gerne mal kurz was zu futtern, weil ich bin nämlich fast down. Vielleicht euch und euch. Egal. Was auch immer das Geflackere da gerade war. Gehen wir erstmal in den Nether. Ja, genau das will. Higgen! Meine Güte. Ich glaube, hier habe ich jetzt noch mehr Frames. Hüpf. Jetzt denke ich mir, was mir gerade mal so einfällt. Ihr fragt euch bestimmt, warum, wenn ich schon so über 200, 300 Frames habe, warum ich nicht Minecraft in 60 FPS aufnehme. Die da ist dran schuld. Meine Webcam kann scheinbar nur Maximum 30 FPS. Scheinbar. Jedenfalls so stand das in der auf der Seite von Amazon. Kann natürlich auch eine Falschinfo gewesen sein. Das will ich jetzt ja überhaupt, das will ich jetzt ja nicht verneinen. Aber auf der Seite stand halt, diese Cam könnte nur 30 Frames. Also muss ich darauf Acht nehmen. Die kann ich ja mal verraten, das steht ja sowieso unten. Die C920 von Logitech.
So, eine Umrandung haben wir hier schon mal. Jetzt muss ich dann nur noch mal einfallen lassen, wie ich die die Zombie-Pigment-Farm baue. Ah, mir wird bestimmt da irgendwann mal was einfallen, darum geht's jetzt nicht. Aber für den Anfang... müsste natürlich schneid's trotzdem noch reichen. Oh Scheiße, ist das ein... Ah, ist ein Zombie. Oh! Fuck! Die Creeper habe ich gar nicht gedacht. Ja, da muss ich sehr vorsichtig sein. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn da jetzt mal ein Skelett runterkäme. Skelett! Hallo! Hey, Skelett! Was ist denn? Noch mal. So. Das Problem ist, Gunpowder bringt mir hier eigentlich herzlichst wenig. Über Rotten Flash kann ich mich jetzt gerade mal kurz freuen. Keine Enderperle. Okay. Wäre ja wenigstens cool gekommen, wenn ich die erste Enderperle bekommen hätte. Findet ihr nicht? Aber sie funktioniert. Es spawnen schon welche. Bin auch ein bisschen... Hat sich hier gerade nichts gefüllt. Egal. Bin auch halt sehr schlecht, da was spawnt. Aber gut, wir haben ein bisschen Zombiefleisch und Gunpowder bekommen. Ich muss da einfach mehr drin spawnen. Das kann natürlich auch sein. Ich habe die Challenge-Liste nicht auf. Fällt mir gerade mal so ein. Die müsste ich gleich mal... Die müsste ich mal... Wo habe ich sie? Hier. Schwupp. Ich will die schon sehen. So. So. Was war das nochmal? Make a Pumpkin Farm, make a Mandant, hab ich eigentlich soweit. Es war einmal Jack-O-Lanterns, soweit weiß ich das. Jack-O-Lanterns. Eine gute Menge wird das werden. Weil wir schon mal 3 Kürbisse haben. Das war dämlich. So. Ich
Warum fallen da denn nur Zombies runter? Wow, meine erste Enderperle! My first Enderpearl! First! Okay. Wie viele Enderperlen sollte ich nochmal collecten? Wie viele? Denn. Okay. Ab und zu fällt da was. Oh, gut. Noch einer. Alter, aber jetzt läuft's. Schon die zweite Enderperle. Mein Gott, bin ich gut. Nice Scheiße. Yo. Steven, lass es. Ich will einfach gerade nicht an den Cobblestone-Generator nochmal dran. Deswegen mache ich gerade einfach nur nebenbei Krams. Weil noch, sonst heißt es die ganze Zeit, ich hänge die ganze Folge nur am Cobblestone-Generator. Aber ich brauche Cobble, also gehen wir doch an den Cobblestone-Generator. Mal gucken, wen ich übrigens als nächstes Mal beim als Gast dazu bekomme. Ich weiß es noch nicht. Ihr wisst ja, wen ich kenne. Und diesbezüglich könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wen ich denn dabei haben soll. Vielleicht habt ihr ja eine feine Idee. Bivorius fällt jetzt erstmal für 2-3 Parts noch weiter weg, weil ich ihn ja schon hatte. Ich könnte ja wieder einladen Basti, also Basti von Mindy YouTube im Kanal. Vielleicht kriege ich ja auch zum aka Pidi rein. Oder vielleicht auch mal so als Special einen Sascha. Und dann Skull. Und da hört es langsam auf. Weil die in der Game of the Day Community nicht gerne jeder Minecraft spielt. Das weiß ich. Ihr habt nicht so viele mega viele Gäste bei. So. Ich würde mich mal freuen, wenn da mal endlich mal ein Skelett runtersäbeln würde. So. Zack. Spitzhacken. Nein, da rein. Ja, warum funktioniert... Ja, achso, weil ich die Taste betätige. Gut. 2. Was habe ich denn die Hoe noch in meinem Invent? Ich habe eine Picke zu wenig gemacht. Ich so wollte eigentlich 3 oder 4 Picken. Ich habe für 4 Picken eigentlich vorbereitet. Aber wohl mit dem Stick ist nicht ganz geplant. So. Wie sieht's da hinten aus? Schlecht. Ist hier wieder einmal Essen vorbereitet? Also unser Essensvorrat ist noch, nennen wir es mal, milde. Aber schon mal so viel, dass ich wenigstens endlich wieder regeneriere. Und das ist das Mindeste. Und wir sind's.
Weswegen auch immer. Ah. Netter Bug. Wir sind voll geheilt. Endlich. Die Monsterfarm steht auch. Da oben ist auch eine Hexe. Nein! Also die Creeper machen mir noch sehr viele Sorgen. Und mein Gott, bin ich gerade zusammengeschossen. Scheiß die Wand an. Ich hab doch gerade irgendwo ein Enderman noch gehört. So laut sind die Viecher? Wo ist der? Komisch, also ich höre hier irgendwo einen Enderman. Und da ich hier die Insel soweit kenne, gibt es hier eigentlich keine Möglichkeit, wo er sein könnte, außer hinter den Bäumen. Und hinter den Bäumen ist er nicht. Ich habe ihn gefunden. Alter, hat er mich runtergehauen. Verdammte Wurst. Ach du grüne Scheiße, ach du meine Güte, ach du Kacke. Okay, Spiel, du hast es auf mich abgesehen. Ich hab's ja verstanden. Wenn dit hier jetzt mal richtig wachsen würde. Wäre das mal schön. Aber ich brauche auch ein Skelett. Und bis ein Skelett mal auftaucht. KP. Ja, wir haben... Okay, ja, ist okay, Spiel, ist okay. Aber wir haben 6 Bäume hier. Nun kann man schon mal ein bisschen arbeiten.
So. Ich habe gerade 2 Bornmets verbraucht. Habe ich gerade aus 6 Bone Meals nur 3 Seeds bekommen. Spiel, du bist so fies. Aber der Anfang ist schon mal gesetzt. Das heißt, der Anfang für die Brotfarm ist gemacht. Gut. Wir haben auch ein bisschen Blumen, das ist gut, weil ich muss auch Wolle machen und allem schmarrn. Das ist das Einzige, was ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bedacht habe, dass da Spinnen, glaube ich, nicht durch können. Aber vielleicht gucke ich da nochmal irgendwann drüber. Wie gesagt, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr eine feine Idee dafür habt, was ich eventuell an dieser Mobfarm eventuell noch überarbeiten sollte. Es kann ja sein, dass es irgendwas noch gibt, was noch nicht so ganz gut ist. So. Aber gut. Ich würde jetzt aber sagen, Leute, da der Anfang jetzt endlich getan ist, wir jetzt noch kurz die 24 Sekunden hier noch abwarten. Komm schon, Hunger, den verschwinde. Würde ich jetzt mal sagen, Leute, das war's mit dem heutigen Part von Minecraft Sky. Morgen ist dann, also morgen, beim nächsten Mal ist Part 10, da werden wir dann nochmal ganz kurz alles durchgehen, was wir von den ganzen Challenges schon durch haben. Vielleicht habe ich für Part 10 jemanden dabei oder erst ab Part 11. Da muss ich mal gucken, wie die Zeit natürlich es sich ergibt. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir sehen uns. Hüpft was. Beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.